Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Food Friday und es gibt wieder mal einen Lebensmittel-Haul, also einen Food-Haul, die mögt ihr ja besonders gerne und die Kamera ist ein wenig komisch eingestellt, aber ich habe es jetzt nicht anders geschafft. Legen wir los, ich habe hier einen riesigen Sack, ich war diesmal nämlich bei Hofer und ich habe auch ein paar andere Sachen gekauft, Non-Food, aber ich zeige euch einfach, was es ist. Einmal habe ich kernlose Trauben gekauft, dann eigentlich, wie jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, Eier, Hühnerfilet, das ist fast ein Kilo, nein, das ist über ein Kilo Hühnerfilet, ja, ich liebe Hühnerfilet, super lecker, Bute mag ich gar nicht so, also ich mag immer lieber Hühnchen. Mini-Salatgurken ist jetzt eigentlich nichts, was ich sonst unbedingt kaufen würde, aber mein Sohn isst die super gerne und dann nehme ich sie. Für ihn ist es halt besser zum Angreifen, weil wenn ich die anderen schneide, dann sind sie irgendwie so glitschig. Auch für meinen Sohn Rice Snack. Kann ich sehr empfehlen für Mütter, für unterwegs. Und dann habe ich die hier gesehen. Maiswaffeln, die sind neu. Und das mache ich jetzt mal auf. Ja. Die sind auch so einzeln verpackt. Sehr gut. Dann habe ich noch Haferflocken gekauft. Borage, das habe ich auch noch nie probiert. Das ist so ein Schoko-Borage mit Vollmilchschokolade. Und das machen wir auch mal auf. Ich glaube, das sind verschiedene. Ja. Da sind mehrere Packungen drinnen und ich glaube, da macht man dann einfach nur Wasser dazu. Zubereitung. Ja, genau. Nur mehr Wasser dazu. Da ist schon Milchpulver sogar dabei. Wenn es schnell gehen muss, finde ich das auch nicht so schlecht. Und dann habe ich mir Krähenschinken New Lifestyle Fettarm gekauft. Also sehr proteinreich habe ich eingekauft und nämlich so Eismergarnelen. Und dann habe ich WC-Papier gekauft. Wir nehmen eigentlich immer das. Oder wir sind bei Lidl, aber irgendeines halt. Und dann habe ich noch für meinen Sohn und für das Baby einer Freundin die gleiche Strumpfhose gekauft, weil ich das so süß fand, wenn sie dann im Partnerlook gehen können. Ja, mega süß. Und wenn es interessiert, so sehen die aus. Dann habe ich noch Socken gekauft mit so einer Kuh. So eine normale Grabkerze und eine LED-Grabkerze finde ich auch sehr genial. Muss ich mir auch noch mal anschauen. Ah. Okay, angeblich. Hui. Also so sieht die aus. Die Batterie war auch schon dabei. Und die flackert sogar. Nicht schlecht. Dann braucht man nicht jeden Tag eine Kerze anzünden gehen. Und dann habe ich auch noch Schuhe gekauft für meinen Sohn. Ja, das war's mit dem Hofer Haul. Ich hoffe, er war interessant für euch. Ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende und bis bald. Ja, tschüss.